Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Vision Jade. In den Ruinen von Kagutis geht es weiter, immer noch hinter Sanareba her. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht heute finden. Da ist schon mal eine Tür. Ah, jetzt erreichen wir auch den Punkt, wo es wahrscheinlich komplizierter wird. Das erste Geschoss war ja noch ganz simpel aufgebaut, sehr symmetrisch, mit wenigen Räumen. Aber anscheinend wird sich ab hier alles ändern. Eben niedergeschlagen gegen dem Kind. Später kann ich doch gewinnen. Komm schon, spiel nochmal. Der wurde anscheinend schon von Boundary Kai umgehauen. Unseren Rivalen. Ja, den haben wir beim letzten Mal auch getroffen. Und haben ihn dezent verprügelt. Aber er ist hinter Sanareba her. Wahrscheinlich ist das im Endeffekt doch noch so eine Geschichte wie mit Silber aus Pokémon Gold Silber, wo der Böse dann sein Vater ist und so weiter und so fort. Was? Achso, ja. Verwechsel ich immer wieder, weil er fliegen kann. Der Schörstler. Hört sich irgendwie an wie ein, keine Ahnung, wie eine Stadt in Schottland, Schörstler. Dann spricht er auch Worcester so, so nicht Worcester so aus, sondern irgendwie Worcester. Worcestershire oder sowas. Aber ich nenne es einfach weiter Worcester Soße. Der Einfachkeit halber. Aber ich weiß gar nicht, wie man das korrekt ausspricht. Ich gucke ja auch das ein oder andere Video dann manchmal von Gordon Ramsay. Ihr wisst schon, where's the fucking lamb sauce? Ja, it's raw! It's raw! It's fucking raw! Aber ja, da guckt man dann auch mal gerne was von. Und der arbeitet teilweise auch bei manchen Sachen mit Worcester Soße. Und ich glaube, der sagt Worcester? Worcester? Bei ihm würde ich mal annehmen, dass er es richtig ausspricht, wie es ausgesprochen gehört. Korrekterweise. Er ist ja auch Brite. Da würde er ja wahrscheinlich wissen, wovon er redet. Der gute alte Gordon Ramsay. Hell's Kitchen, auch eine witzige Sendung, die man früher gerne geguckt hat, nur Gordon Ramsays wegen. Ach ja. Oder auch solche Sachen wie Hotel Hell. Ach ja, sind schon Erlebnisse. Noch ein Schörstler? Nein. Nicht für mich, nein danke. Ich lehne dezent ab. Ach ja, Anruf. Batheel? Wer ist Batheel? Batheel. Entschuldigung. Morgen Beck. Gute Nachricht. Ist jemand Erinko? Das hat schon jemand anderes erzählt. Darum höre ich dir gar nicht zu. Ha, Überraschung. Auch hier würde ich nochmal versuchen, wenn ich das Ende finde, auch das Ende einfach mitzunehmen und nicht hier alles zu erkunden. Beim letzten Mal hat das nicht ganz geklappt, aber vielleicht diesmal. Apropos diesmal. Diesmal verliere ich nicht. Oh, der holt schon gleich den Wal raus. Da habe ich ja keine Wahl, als meine anderen Monster zu verwenden. Hier bei Maxtree stehen wir für schlechte Wortspiele. Vielen Dank. Er hat sogar zwei Wale. Zwei Wals. Der macht sich nicht die Qual der Wahl. Gugu. Zack. 62 epischer Schaden. Rasen hat sich verwirrt. Auf epische Art und Weise. Aber jetzt nicht mehr. Diese Wale haben auch viele HP. Von daher
kann das sich etwas ziehen hier. Ach komm schon, vor allem wenn wir nicht treffen. Mann ey, was soll denn das? Das wird nicht reichen. Ja, schon wieder nicht. Ja, das ist das Einzige, was mich an Nigera stört. Er macht keinen Schaden. Er macht keinen Schaden und er trifft nicht gegen den. Mann ey. Komm, dann versuchst du ihn halt zu grillen. Nigera kann sich dann um den einen kümmern. Swave. Es ist die Swave, Leute. Needle. Jawohl. Und tschüss. Ja, das macht keinen Schaden. Obwohl Schaden gegen Profis ist. Skip hat enorme Verteidigung einfach. Einfach so enorme Verteidigung. Ja, toll, danke. Schönen Dank, du Arsch. Ja, und das macht keinen Schaden. Ugh. Müssen wir Raketen... Oh nein. Oh, das Schaden gegen Dummies. Oh. Ja, Spaß. Und das sind auch noch zwei, ne? Es sind auch einfach zwei. Die haben in jedem Fall über 100 HP oder so ähnlich. Ja, definitiv. Die haben vielleicht 120 sogar. Wenn 30 ungefähr ein Viertel ist. Ein bisschen mehr als 120, vielleicht 130 HP. Ätzend. Wenigstens lädt Skirpe schnell auf. Das macht das Ganze etwas erträglicher. I kill you. Langsam aber sicher zum Ziel. Die anderen Attacken will ich auch gar nicht einsetzen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die wesentlich weniger Schaden machen. Da kann ich besser aufladen. Ich bin auch um jede Lähmung dankbar. Dann können die weniger machen und mich weniger aufhalten. Jetzt kommt er auch noch mit Defend an. Muss denn das sein? Oh Mann, ey. Ah, todkrank, jawohl. Nein, es reicht immer noch nicht. Natürlich reicht es bei Nigera nicht aus. Was muss ich denn da überhaupt noch annehmen? Und sagen. Es reicht bei Nigera nicht aus. Punkt, Ende, aus. So, und jetzt einfach immer das Gleiche. Vor allem, der hat wirklich mehr Verteidigung. Na, das geht immer noch durch anscheinend. Vielleicht haben einfach die Aufladeattacken andere Eigenschaften als die sonstigen Attacken. Könnte sein. Weil Needle scheint ja beeinflusst zu sein von der Defend. Von Barbavur. Aber EW ist halt anscheinend nicht. Es wirkt zumindest nicht so. Ja, es macht immer noch 31 Schaden. Hm. Interessant. Und das hat beim anderen 12 gemacht, jetzt nur noch 6, weil er Defend eingesetzt hat. Ja, 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 ja. Komm, bitte. Wovon träumst du nachts? Komm, jetzt aber. Nein, das sind nur 6 Schaden, das wird nicht reichen. selbst dann reicht das nicht. Cure! Okay, danke. Oh. Lass doch den Scheiß, bitte. Nur Probe halber einmal. Ah, 12. Nee. Aufladen ist besser. So, danke. Hilfe.
den nehme ich mal, den nehme ich mal. Kann ich schaden, ein verteidigungsstarkes Monster im Petto zu haben. Wir haben auch wieder maximales Geld, 65.000. Sechs, fünf und drei Nullen. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Fragt sich auch, was da zu der Linken ist in dem Stockwerk, aber da gucke ich jetzt mal nicht nach. Nachher ist da der Schlüssel, den ich brauche. Gibt es wirklich magische Monster? Nur Herr Sanaba weiß die Wahrheit, oder? Das sind wieder Flugmonster, damit kommen wir besser zurecht. Mit den Flugmonstern können wir einfach schlitzen gehen. Trotzdem halten sie zwei Schläge aus. Das nervt schon etwas dezent, aber was will ich machen? Und jetzt fliegen die auch noch. Ich vergaß, das ist das Nervigste an denen. Girl. Storm. Die letzten Stufen haben so unepische Namen. Storm. Und tschüss. Danke, du bist wenigstens brav. Aber dich habe ich auch noch nicht angegriffen. Vielleicht bekommst du kalte Füße. Fliegt noch weiter, ne? Dann greifen wir ihn an. Ja, das wird nichts bringen. Schade. Das wird nichts bringen. Schade. Er fliegt. Das wird nichts bringen. Schade. Er ist zurück. Danke. Das wird was bringen. Okay. Da geht er down, da geht er down. Das wird nichts bringen. Schade. Er fliegt. Das wird nichts bringen. Schade. Das wird nichts bringen. Schade. Das wird nichts bringen. Schade. Er ist zurück. Danke. Das wird was bringen. Prima. Gut, spannender Kampf. Ja. Oh, Level up für Rasen. Nochmal? Nein. Du kommst zu spät. Ich habe schon deinen Bruder in meinem Telefonbuch. Langer Gang. Und Kreuzung. Wir werden es ja wahrscheinlich nochmal erleben, dass es 6 Uhr wird. Da geht's wieder tiefer. Ich glaube, nach unten ist eine gute Idee. Wer bist du? Herr Sanaba, irgendwo habe ich sie gesehen. Sie sind so cool. Der ist gar kein Angestellter, der ist einfach nur ein Fan. Er ist einfach nur ein Fan. Und dieser Bug mit dem Speichern ist auch noch nicht behoben. Ich bezweifle auch, dass das jemals der Fall sein wird. Da habe ich ja meine leisen Zweifel. Bite. Nochmal Bite. Aber da beißt du dir die Zähne aus. Horizon Zero Dawn. Ah ja. Und einfach angefurzt. Ja, wenn das da hinten das Gesicht ist, vielleicht ist ja das eigentlich vorne und dann ist die Maus halt dahinter. Naja. Fragen über Fragen über Fragen. Sie wissen eine Antwort, rufen Sie gerne an. Burn.
Nein, du machst mal ganz normal hier. Zack. Diesmal war es kein One-Shot von Skirpe. Enttäuschend. Enttäuschend. Dap. War jetzt auch wahrscheinlich, ich hätte den anderen angreifen sollen. Das war effizienter gewesen. Assault. Setzen wir nochmal Assault ein. Ah, todkrank. Seht ihr? Assault bringt doch was. So, jetzt noch einmal Skirpe oder Rasen oder wer auch immer. Flame. Oh nein. Ja, das macht dann doch schon ein bisschen Schaden. Mit Flame ist nicht zu spaßen. Jetzt Skirpe, genau. Wenn es eigentlich völlig unnötig ist. Weil jetzt kann jeder finishen. Aber okay. Okay. Jawohl, Level Up. 105. 105 Fend. Nice. Jetzt geht's da wieder hoch. Interessant. Da geht's nochmal hoch. Mal schauen. Vielleicht führt der Weg doch nach oben. Hallo? Wer bist du? Ein ganz normaler Typ. Das Kind ist verletzt vor uns. Okay, das klingt gut. Oh nein. Danke. Ganz langer Gang, Leute. Der ganz lange Gang. Der ganz, ganz lange Gang. Wir sind richtig, Leute. Okay. Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach nichts. Aber wenigstens Weltkarte. Wenigstens etwas von der Weltkarte. Aber vielleicht kann man hier besondere Monster fangen. Das könnte natürlich auch noch sein. Ja, toll. Danke für den langen Gang ins Nichts. Wow, seht euch's an. Seht es euch einfach an. Lasst es auf euch wirken. Das nennt man kreatives und episches Leveldesign. Ich meine, der Eingangsbereich, da ist ja noch ganz cool, aber... ernsthaft? Ach. Das ist auch wieder der so viel Verteidigung hat. Das war ganz viel Schaden. Hilfe. W-Missile. Needle. Verbrenne ihn. Dankeschön. Gut. Wie viele Screens sind das? 5 oder 6? Ich habe nicht gezählt. Vielleicht doch 7. Vor dem können wir konstant weglaufen. Müsste man statistisch auswerten. Aber nee, jetzt nicht. Oh, hallo. Wir haben Pflicht, Zanarba zu schützen. Klingt richtig. Klingt sehr richtig. Wann haben wir eigentlich die ersten Healer getroffen? Am Anfang waren das ja noch Kazukato. Oder Kaku. Nee, irgendwann habe ich es mal vertauscht. Das waren Kakuzato, aber ich habe sie Kazukato irgendwann dann genannt. Am Anfang waren das noch die. Und jetzt sind es die Healer. Wobei ich mich auch frage, was denn diese Kakuzato waren. Tauchen sie nochmal auf eventuell?
Es gab auch noch diesen einen, diese Frau, die irgendwie mit dem Minister zusammenhing, die uns auch immer attackiert hat. Einmal, als wir Netaru getroffen haben. Was auch aus der geworden ist, ich weiß es nicht. Das sind alles noch so Sachen, vielleicht werden die ja nochmal komplett aufgelöst, aber ich habe da so meine leisen Zweifel. Ach toll. Naja, einer weg. Jetzt laden sie aber alle auf. Alle laden auf. Und ich mache hier nur den Zahnarzt. Eins, zwei, drei. Bullseye. Oh, sehr schön. Hat ja sogar gereicht. Nein. Wie könnte ich es vergessen? Nächster langer Gang. Nächster Gegner. Ich bin im Korridor und suche magische Monster. Da drüben bin ich auch mal gewesen. Ich habe sogar ein Foto davon geknipst, ein Selfie. Da war ich schon mal. Gleich mal auf Instagram teilen. Ja. So sind die noch drauf. Ich meine, seht sie euch an. Seht euch die Healer an. Der hat genau... Nee, Quatsch. Der hat ein anderes Monster. Und das ist noch nicht mal vollkommen entwickelt. Da hatten wir schon dickere Kaliber. Ach ja, Surugem hat uns auch gute Dienste erwiesen. Es wäre auch nochmal interessant, unser Fanges und den Surugem und den Rodans vielleicht nochmal hochzuleveln. Einfach nur, um sie vollständig entwickelt zu sehen. Und ihnen etwas Tribut zu zollen für ihre guten Dienste, die sie uns erwiesen haben. Bei Seria genau das gleiche. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich das handhabe, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Ich habe schon mal etwas gelesen von Post-Game-Content. Den würde ich so spontan gesagt auf jeden Fall noch machen. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit den Entwicklungen vielleicht noch mache. Vielleicht mache ich noch so ein paar... Vielleicht finde ich noch einen Cheatcode, habe ich ja schon mal angesprochen. Dass wir dann alle Einträge wenigstens haben. Das wäre nämlich noch interessant. Das wäre noch interessant, dass wir dann am Ende vielleicht noch mal alle Pokédex-Einträge vorlesen. Da waren nämlich ein paar sehr unterhaltsame dabei. Nach wie vor weiß ich auch noch gar nicht, wie viele Monster es insgesamt in dem Spiel hier gibt. Ob das vielleicht 151 sind, um Pokémon eine Hommage zu bieten. Oder vielleicht eine ganz andere Anzahl, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Darüber habe ich ja auch schon mal spekuliert, wie viele Monster es in dem Spiel hier gibt. Ja. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass man am Handy Nummern eingeben kann, damit man bestimmte Monster freischaltet. Und das klappt in dem Spiel halt nicht, weil das verbuggt ist durch die Übersetzung. Also in dieser Version in Pokémon Vision Jade im Original geht das natürlich. Aber hier hat die Übersetzung das zerstört. Und die kann ich ja dann auch nicht bekommen. Das sind auch noch so Sachen, da weiß ich auch nicht so recht. Da muss ich mich dann zum gegebenen Zeitpunkt genauestens erkundigen. Gehen wir hier lang. Da ist eine Truhe und da geht's nach unten. Ruine? Es soll überall Schatz sein, aber nichts Wertvolles gefunden. Oh nein. Ganz schnell wegmachen, solange Rasen da ist. Der hat wahrscheinlich wieder zwei, ne? Nein, nur ein. Okay. Dann geht das ja sogar noch klar. Ach, der hat drei Garen. Lange nicht gesehen. Den Wal möchte ich zuerst bekommen, den Barbavur. Nicht in irgendeinem Verwandtschaftsverhältnis zu Barbapapa, Leute.
Barberpapa. Ja, ich wollte es gerade sagen, der ist sehr effektiv. Jetzt haben wir den Salat wieder. Toll. Toll. Noch toller. Und am allertollsten, der ist verwirrt. Ja, so ist das, wenn man nicht getroffen, wenn man nicht trifft. Ach komm, das muss auch nicht sein, Volltreffer. Cut you. Wie willst du mich cutten? Danke. Ich bohre zurück. So, einer weg. Ich hätte Needle einsetzen sollen, das kann lähmen. Ah ja, der macht auch Schaden. Das ist das Gefährliche. Vielleicht reicht das aus. Ja, todkrank, das könnte ausreichen. Jawolski. Jawolski. Needle. In das Loch da rein. Lähmung? Nein, natürlich nicht. Das war eine Animation, die ich noch nicht gesehen habe. Und die Attacke macht auch ordentlich Schaden. Oh Gott. Vorsicht ist geboten. Vorsicht muss geboten sein. Der hält noch einiges aus. Solange Nigera noch da ist, als zweites Monster, haben wir noch keine großen Probleme. Jetzt haben wir auch die Lähmung bekommen. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir sie nochmal. Ich könnte auch die ganze Zeit Lick einsetzen. Aber die Animation ist mir zu lang. Mit dem... Aber so klappt das doch schon ganz gut. Reicht eventuell schon aus. Nicht ganz. Dann noch einmal Nigera. Gut. Gut. Level up. Wunderbar. Nochmal. Nein. Erstmal heilen. Ich gehe hier keinen Schritt weiter, ohne dass ich voll geheilt bin. Danke. Reifen. Natürlich hat man sowas in einer Ruine. Reifen. Vielleicht ist das der richtige Raum da. Ich bin der Wächter dieses Zimmers. Na dann weg. Wenn er der Wächter dieses Zimmers ist, muss dieses Zimmer auch etwas Besonderes beherbergen. Hoffen wir doch mal, dass das der Fall ist. Der hat zwei Skirpe. Der hat zwei Skirpe. Aber ich habe Flame. Kann auch nicht mal ein Skirpe überleben. Aufladen kannst du machen. Defend. Egal, das wird ja durch Aufladertaken ignoriert, habe ich das jetzt mal festgestellt. Dann geht das vollkommen klar. Zack. Ich hätte schon wieder Needle einsetzen sollen. Needle kann lähmen. Flame. War das der mit Verteidigung? Egal, Tod ist tot. Ja, Flame macht generell guten Schaden. Scheint eine sehr gute Aufladeattacke zu sein. Ja, gut, dass wir sie haben. Umso besser.
Ja, egal. Ja, kann's auch aufladen. Und jetzt Rasen, finish him. Todkrank. Gut, 210 Schaden, jawohl. Nein, ich habe schon einen cooleren. Entschuldigung. Vergiss es nicht. Tja, dann gucken wir doch mal beim nächsten Mal, was sich in diesem Haus da befindet. Der Anruf, den nehmen wir noch an. Ganzu. Was E-Monster Bosuaru stark machen könnte, sei E-Bohrer. Was will er ausgraben? Je, ich sorge dafür. Tja. Was will er bloß ausgraben, Leute? Zur nächsten Episode erwarte ich eine Antwort. Bis dahin hoffe ich, dass euch diese Episode hier gut gefallen hat. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Vision Jade. Bis dann und ciao.